So, Freunde, willkommen zurück. Daher ich meine WE M4 GBB die nächsten Wochen umbauen werde zu einer DMR, muss ich das ganze Teil eh mal zerlegen. Und da dachte ich mir, ich nehme das Ganze mal für euch auf. So, bevor wir anfangen, ganz kurz, ich werde das Video relativ ausführlich machen. Für alle, die sich schon auskennen und das Ganze nicht anschauen wollen, ich hau euch unten in die Videobeschreibung Kapitel rein. Dann könnt ihr zu den einzelnen Positionen springen. Ansonsten, wir brauchen einmal das Tool, was im Lieferumfang ist, für den Delta-Ring und für die Buffernut. Einen 2 mm Durchschlag bzw. Stifttreiber. Dann einen 6 bis 7 mm Kreuzschraubenzieher, einen etwas kleineren Kreuzschraubenzieher, ich sag mal 2 bis 3 mm und einen 2 mm Inbusschlüssel bzw. Innensechskant. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Wie üblich bei den M4s erstmal Verschluss raus und Ladehebel. Dazu den hinteren Pin einfach rausdrücken, bisschen ziehen, der rastet dann ein. Dann kann man das Ganze aufklappen. Wir entfernen unseren Verschluss bzw. Bolt Carrier, unseren Ladehebel raus. Dann drücken wir den vorderen Pin ein bisschen rein. Der geht ein bisschen schwergängiger. Ganz leicht ein bisschen mit dem Schraubenzieher. Auch diesen ziehen wir dann einfach raus und dann können wir die zwei Teile voneinander trennen. Legen wir uns mal den Lower Receiver. Dann machen wir weiter mit unserem Upper Receiver und unserem Lauf. Dazu entfernen wir jetzt erstmal unseren Handguard. Dazu den Delta-Ring nach hinten ziehen. Geht relativ straff. Und dann die zwei Platten von unserem Handguard. Das eine nach oben. Drehen wir das Ganze mal rum. Das Cover machen wir zu. Andere nach unten. So, dann können wir gleich weitermachen mit unserem Frontside. Da müssen wir jetzt erstmal mit dem Stifttreiber vorne den Slinghalter entfernen. Dazu einfach den kleinen Pin durchdrücken. Dann können wir den Slinghalter entfernen. Dann haben wir oben drüber am Frontside nochmal zwei Pins. Die schlagen wir auch gleich raus. Einmal, zweimal. So, jetzt habt ihr unten drin am Frontside noch eine 2 mm Inbusschraube, diese Marderschraube. Die schrauben wir einfach ein bisschen locker. Muss nicht ganz raus. Bevor wir jetzt unser Frontside komplett abziehen, lösen wir erstmal unseren Flashhider vorne. Flashhider weg. Dann nehmen wir gleich noch diese Attrappe da von den Spacern. O-Ring können wir drauflassen. Dann können wir das Ganze drum einfach nach vorne abziehen. So. Jetzt können wir unseren Delta-Ring entfernen. Dazu nehmen wir das Tool, was im Lieferumfang war. Das haken wir jetzt hier hinten sauber im Delta-Ring ein. Und dann drehen wir hier ein bisschen. So. Jetzt lässt sich der ganze Ring entfernen. So, Delta-Ring entfernt. Können wir den kompletten Lauf-Outer Barrel abziehen. Unser Lauf zusammen mit der Hop-Up-Unit raus. So, Hop-Up und Lauf ist hier nur durch so eine kleine, seht ihr das? Normalerweise schon. Da ist einfach hier eine kleine Schraube drin, Kreuz, die schrauben wir einfach raus. Und dann könnt ihr das komplette Hop-Up
in die zwei Hälften zerlegen. So, Vorsicht wegen Arm und eurem Napp. Und den Lauf raus und das Hopper-Bugging abziehen. Und dann könnt ihr da zum Beispiel einen neuen Lauf reinmachen, neues Hopper-Bugging, neues Napp, je nachdem. Wir machen weiter mit unserem Stock hinten. Den ziehen wir erstmal ab. Dazu komplett nach hinten. Dann ordentlich ziehen und nach hinten schieben. Jetzt lösen wir unseren Buffer. Dazu drücken wir einfach hier unten, das ist gefedert hier der Halter. Den drücken wir einfach komplett runter. So, Vorsicht, dann kommt euch der Buffer entgegen. So, raus damit. Den Buffer entfernen wir unsere Buffer-Tube. Dazu nehmen wir das Tool, was im Lieferumfang ist, haken das Ganze da hinten ein und drehen die Mutter auf. Ich habe meins schon ein bisschen gelockert gehabt, bei euch geht es relativ straff. Dann lösen wir einfach die Mutter ein bisschen und... Na, jetzt hat sich das da ein bisschen verklemmt. So, und dann drehen wir das gleich mal ab. So. Jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt habt ihr hier hinten noch eine kleine Feder mit einem Stift drin, welcher dafür zuständig ist, dass euer Bolzen hier hinten drin bleibt und nicht rausrutscht. Das entferne ich jetzt mal, die kleine Feder raus. Ja, der kleine Stift. Und dann könnt ihr nämlich den hinteren Bolzen komplett entfernen. Ganz kurz noch was zur Buffer Tube. Falls ihr eine andere ranmachen wollt, müsst ihr aufpassen, bei WE hinten drin in der Buffer Tube ist noch so ein Abstandshalter. Solltet ihr den vergessen oder nicht mehr reinmachen oder was auch immer, fährt euer Verschluss zu weit in die Buffer Tube rein und verhakt sich dann hier vorne am Hammer. Sprich, da geht gar nichts mehr. Also immer darauf achten, dass der hinten wieder reinkommt. So, wir machen weiter mit unserem Pistol Grip unten. Da ist einfach eine große Kreuzschraube drin. Die lösen wir jetzt mal. Ziehen wir das Ganze ab. So, auch hier müsst ihr wieder aufpassen, dass wieder eine Feder und im Body hier unten drin, ich hoffe ihr seht es ein bisschen, ist wieder ein Stift, welcher dafür zuständig ist, dass euer Feuerwahlhebel, ja, jetzt fällt er raus, den legen wir da dazu, der ist dafür zuständig, dass euer Feuerwahlhebel in den verschiedenen Feuermodis einrastet und einhakt. Wenn ihr den vergesst, ist das Ganze ziemlich schwabbelig. Wenn ihr die Internals jetzt rausmachen wollt, so wie ich, löst euren Pistol Grip, sonst kriegt ihr den Fire Selector nicht ordentlich raus. Wir machen weiter mit unserem Bolt Cage. Das ist dieses Teil hier, was euren Verschluss hinten hängt, wenn das Magazin leer ist. Dazu einfach auf der Seite den Stift ein bisschen rausdrücken. Dann ziehen wir das, halten wir ein bisschen fest, weil der ist gefedert. Ziehen wir den Stift raus. Nein, ziehen wir nicht. Okay. Dann drücken wir ihn voll durch. Achtet bitte darauf, dass ihr die Teile und die Stifte immer zusammenlegt, damit ihr nicht durcheinander kommt, dass ihr irgendwas Falsches reinmacht. Bolt Cage abziehen, zusammen auf die Seite legen. Dann habt ihr hier noch eine kleine Feder, die könnt ihr auch gleich rausmachen, sonst verliert ihr sie. Die legen wir uns zum Bolt Cage. So, jetzt zu den Internals. Wie in meinem Review schon erwähnt,
ist bei der WE oder sitzen die Internals bei der WE alles in einer Einheit. Sprich, Hammer, Auto-Sear, Trigger, Disconnector, Firing Pin ist alles in einem Block verbaut. Ist recht angenehm zum Zerlegen. Dazu drücken wir mit dem Finger unseren Hammer komplett nach hinten, bis er einrastet. Dann drücken wir, ich hoffe, ihr könnt es sehen, mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen den Auto-Sear gegen Hammer und den Hammer komplett nach unten. Dann könnt ihr ganz leicht auf der anderen Seite unseren, den Feuerwehrhebel rausziehen. Müsst ihr bloß schauen, dass innen drin die Feder, Feuerwehrhebel raus. Dann lösen wir da hinten die große Kreuzschraube. Und jetzt müssen wir nur noch den vorderen Pin lösen. So, bevor wir jetzt den kompletten Block aus dem Lower Receiver entfernen, empfehle ich erstmal den Hammer wieder zu entspannen. Dazu dagegen drücken, Trigger durchdrücken und langsam lösen. Am besten nicht knallen lassen, sonst geht es auf den Firing Pin. Hammer entspannt, vorsichtig ansetzen und jetzt seht ihr da drüben, kommt so eine silberne Platte mit einer Feder. Da. Am besten mit dem Zeigefinger beim Rausziehen festhalten, nicht dass sich die Feder löst und sich das ganze Teil irgendwo im Raum verteilt. So, ganze Einheit raus. Dann empfehle ich gleich mal die Feder hier zu entfernen. So, unsere komplette Abzugsgruppe, Hammer, Auto-Sear, Trigger, Disconnector, Fire Selector. Wenn ihr jetzt da irgendwas wechseln wollt, recht easy, erkläre ich nur mal ganz kurz. Ihr habt jetzt hier auf der Seite drei Pins, bzw. drei Bolzen noch. Damit könnt ihr die einzelnen Teile lösen, sprich der hintere für den Auto-Sear, der hier für den Hammer und der untere für euren Trigger. Rausdrücken, neues Teil rein, Bolzen wieder rein. Fertig. Vorne der Firing Pin, müsst ihr hier die Abdeckung abschrauben. Und jetzt Vorsicht, die oberen zwei Schrauben sind mit Schraubensicherung drin, sprich die gehen relativ schwer raus. Und wenn ihr da aufpasst, nudeln die euch aus. Wer My Reef Ironic gesehen hat, ich empfehle euch, tauscht die Schrauben gleich mal aus durch ordentliche Edelstahlschrauben. Macht da nichts falsch. So, zu guter Letzt machen wir weiter mit unserem Verschluss bzw. unserem Bolt Carrier zusammen mit dem Nozzle. Falls ihr euch jetzt wundert, warum mein Nozzle so kacke ausschaut, das ist mir oben gebrochen durch ein Double Feed. Funktion weiterhin gegeben, sieht nur kacke aus. Wir brauchen, um das Nozzle zu lösen, noch ein bisschen Zusatzwerkzeug. Ich empfehle eine kleine Spitzzange, einen Schlitzschraubenzieher brauchen wir auf jeden Fall. Und einen etwas schmäleren Durchschlag, so ungefähr 1,5 mm. Wir fangen an mit der hinteren Schlitzschraube. Die lösen wir einfach. Dann können wir das ganze Teil nach oben abziehen. Dann das vordere Kunststoffteil lösen. Kleine Kreuzschraube raus, das ganze nach oben abziehen. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt haben wir hier unser Nozzle Stop aus Kunststoff. Fingernagel von hinten rein, das Ganze nach vorne drücken, bisschen anlupfen. Na. Und dann nach hinten abziehen. Legen wir das Auto dazu. So, jetzt geht euer Nozzle immer noch nicht raus. Jetzt habt ihr hier hinten noch einen kleinen Stift, ungefähr in der Mitte von dem Verschluss. Der ist auf der einen Seite ist er flach und auf der gegenüberliegenden Seite ist er rund. Den schlagen wir jetzt raus. Ich nehme jetzt einfach mal die
das Teil da hinten vom Buffer. Ihr müsst nicht komplett durchschlagen, er langt, wenn er rausschaut. Jetzt können wir unseren Nozzle nach vorne rausziehen. Solltet ihr jetzt euer Nozzle noch zerlegen wollen, zum Beispiel einen Endpass einbauen oder ähnliches, das Nozzle hat hier vorne auch einen ganz, ganz kleinen Mini-Pin drin, so einen kleinen Durchschlag habe ich jetzt gar nicht, den auch lösen und dann könnt ihr das in zwei Teile zerteilen, Endpass rein, zusammenbauen, Pin rein und fertig. Das Teil in die Einzelteile zerlegt, ruckzuck wie ihr gesehen habt, geht einwandfrei. Falls ihr dennoch Fragen habt, postet es einfach unten in die Kommentare, ich beantworte sie gern. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich wieder fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Oder sowas. Bei WE befindet sich hinten in der Tube. Wie ihr das Ganze losbringt. Tja, wie ihr das losbringt. Zu bekommen, lösen wir zu. Ach, ihr braucht doch noch einen Schlitzschraubenzieher, habe ich am Anfang vergessen. Lösen wir erstmal die hinten.